Herzlich willkommen zu einer Übungsaufgabe Bereich Navigation aus der Lizenz zum Sportbootführerschein See. Ich habe mir alles bereitgelegt an Utensilien, was ich brauche, um die Aufgabe zu lösen. Wir haben hier Kursdreieck, zweites Dreieck, dann auch den Zirkel, Bleistift, ein Blatt Papier, um die Aufgabe niederzuschreiben und natürlich die Kartenaufgabe selbst. Diese habe ich entnommen aus den Kartensammlungen des Delius Klasing Verlages. Ich greife hier auf eine alte Aufgabe zurück. Es empfiehlt sich immer, die aktuellen Aufgabensammlungen zu erwerben, um dann auch entsprechend die darin enthaltenen Übungen zu machen. Ich werde auch die Aufgabenstellung hier in dieser alten Aufgabe nochmal etwas verändern. Somit kann jederzeit mit den jeweiligen Originalen ganz gut geübt werden und es empfiehlt sich darüber hinaus, wie gesagt, sich immer die aktuelle Sammlung zu besorgen. Die Aufgabe habe ich ausgewählt, um die während der Sportboot-See-Lizenz immer wiederkehrenden Aufgabenstellungen zu zeigen. Und wir wollen mit der ersten Aufgabenstellung beginnen. Und hier heißt es, wir sollen eine Position in die Karte abtragen. Die Position ist hier notiert. Wir haben 53 Grad, 52,2 Minuten Nord sowie 08 Grad, 09,5 Minuten Ost. Und wir fahren einen Kurs von 182 Grad. Das bedeutet konkret, dass wir nun versuchen, diese Position auch in die Karte zu übersetzen. Dazu nehme ich den Zirkel und nehme mir den ersten Wert, nämlich die 53 Grad. Diese kann ich hier am Rande der Skala auch schon entdecken. Und wir haben hier den konkreten Wert 53 Grad, 52 Minuten. Da gehen wir also nochmal nach oben, 53 Grad, also 53 Grad 50 Minuten, 51 Minuten und hier haben wir die 52 Minuten und bei uns ist es ein konkreter Wert von 52,2 Minuten. Hier kommt dann der Zirkel ins Spiel. Ich greife also mit dem Zirkel 52 ab. Wir haben hier die Skala eine Seemeile und 52,2 läge dann konkret hier. Das ist der erste Wert. Den Zirkel behalte ich so in der Hand. Den zweiten Wert, den wir ablesen wollen, ist nun die 08 Grad 09,5 Minuten Ost. Die lese ich hier oben an der Skala ab. Und hier sehen wir schon, ich habe hier die 8 Grad und wiederum 10 Minuten, 9 Minuten, 8 Minuten. Wir sind bei 9,5 Minuten. Das wäre dann an dieser Stelle. Ich lege nun das Lineal auch so an, dass es einen rechten Winkel gibt. 9,5 und hier ist der rechte Winkel jeweils, liegt hier an. Und nun nehme ich auch die Distanz, die ich bei meinem Zirkel schon abgemessen habe, setze die hier an auf der 52-Grad-Linie und habe damit meine Position lokalisiert. Die zeichne ich natürlich nochmal schnell ein. Wir haben den Punkt hier gemacht. So, da es sich um einen beobachteten Ort handelt, mache ich einen Kreis um das Kreuz herum und würde dann auch eine Uhrzeit daneben schreiben. Das ist hier in der Aufgabenstellung allerdings nicht angegeben. Somit habe ich jetzt Teil 1 erledigt, nämlich die Position in die Karte abgetragen. Nun ist noch ein Kurs angegeben. 182 Grad hat es geheißen, sollen wir abtragen. Und das machen wir mit unserem Kursdreieck. Wir haben hier entsprechend unsere Längengrade, die hier angezeichnet sind. Und wir legen nun das Dreieck mit unserem Punkt bei 0 auf einen dieser Längengrade, verfolgen diesen Längengrad nach unten und befinden uns dann hier auf der Skala zum Dreieck. Nun schiebe ich dieses Lineal so lange, bis hier auch die 182 Grad angetragen sind. Die finden wir hier. Ich korrigiere nochmal, dass der Punkt der 0 genau auf einem der Längengrade liegt und auch hier unten die Abmessung 182 Grad ganz gezielt auf einem der Längengrade liegt. Damit kann ich nun mit dem zweiten Dreieck mein Lineal so parallel verschieben, bis es durch die von mir genannte und herausgefundene Position geht. Und wir sehen schon, hier haben wir jetzt die entsprechende Position auf der Karte eingezeichnet. Ich schiebe das Lineal ganz genau darauf, nehme mir einen Bleistift und zeichne auch die entsprechende
Kurslinie ein. Und damit hätten wir schon unseren Kurs in die Karte abgetragen. Da es sich um einen Kurs von 182 Grad handelt, fahren wir also von Norden Richtung Süden, also von oben nach unten auf unserer Karte. Das war Aufgabenteil Nummer 1 aus dieser Kartenaufgabe. Im zweiten Schritt wird uns gesagt, dass wir an diesem Standort eine Peilung vornehmen, um unsere Position tatsächlich zu ermitteln. Und dazu machen wir eine Magnetkompasspeilung mit einem Peilwert von 250 Grad. Diese 250 Grad habe ich jetzt hier notiert. Und nun möchte ich natürlich herausfinden, welchen Wert rechtweisend, also welchen Kartenwert diese Peilung hat. Denn wir haben ja gelernt, ein Magnetkompasskurs oder eine Magnetkompasspeilung ist unterschiedlich zu einem rechtweisenden Kurs oder einer rechtweisenden Peilung. Dazu muss ich mathematisch diesen Wert korrigieren. Einmal mit der sogenannten Ablenkung und ein zweites Mal mit der sogenannten Missweisung. In der Aufgabenstellung zur Lizenz des Sportbootführerscheinsees sind uns beide diese Werte bekannt. Wir haben eine Ablenkung von minus 4 Grad und eine Missweisung von minus 2 Grad. Wenn wir dann unsere Tabelle hier aufnotieren, dann gehen wir von unseren 250 Grad aus, haben den Ablenkungswert gegeben von minus 4 Grad und haben auch einen Missweisungswert gegeben von minus 2 Grad. Die rechtweisende Peilung ist die Peilung, auf die wir ja kommen wollen. Im Zwischenschritt hätten wir hier jetzt einen Wert von 246 Grad, missweisende Peilung. Und hier nochmal zwei abgezogen, haben wir 244 Grad rechtweisende Peilung. Somit hätten wir auch den zweiten Teil der Aufgabe gelöst. Wir haben die Magnetkompasspeilung umgerechnet auf die sogenannte rechtweisende Peilung. Nichts anderes wollte die Prüfungskommission hier sehen. Nun gehen wir wieder zurück in die Karte. Das ist der letzte Teil dieser Kartenaufgabe. Wir haben ja eine Position in die Karte abgetragen. Diese Position sollen wir nun nutzen, um den Abstand zwischen unserer Position und diesem Leuchtfeuer Alte Weser zu messen. Das wird jetzt unsere Aufgabenstellung sein. Und um diese Distanz messen zu können, nehmen wir ganz einfach unseren Zirkel, legen diesen hier an, einmal natürlich an unserem Standort und zum zweiten Mal dann direkt bei dem Leuchtfeuer. So kann man das, glaube ich, ganz gut sehen jetzt. Und jetzt habe ich hier mit dem Zirkel eine Distanz mir geholt, die ich konkret hier ablesen kann. Ich lege die mal bei 51 Minuten hier an und dann sehen wir schon, die Distanz beträgt 51, 52, das ist eine Minute, 1,2. Da eine Minute auch gleichzeitig eine Seemeile ist, und wichtig, wir können das hier nur an der Seite der Seekarte ablesen, haben wir hier eine Distanz gemessen von 1,2 Seemeilen von unserer Position zur Position der Alten Weser. Wir notieren die 1,2 Seemeilen als unsere Distanz. Was ebenfalls noch, und das ist der letzte Punkt in dieser Aufgabe, gefragt ist, ist die Höhe dieses Leuchtfeuers Alte Weser. Und dazu gehen wir in die Karte ein, schauen uns dieses Leuchtfeuer, das wir hier gesehen haben, ganz genau an. Wir sehen auch, neben diesem Feuer stehen weitere Angaben zum Feuer, wie zum Beispiel der Name Alte Weser. Wir finden aber noch etwas, nämlich hier mit einem kleinen M dahinter und einer Zahl davor die Höhenangabe. 33 Meter hoch ist dieses Leuchtfeuer. Und mit dieser Angabe haben wir auch den letzten Teil unserer Kartenaufgabe somit gelöst und können damit die Antwort geben, das Leuchtfeuer Alte Weser ist auf einer Höhe von 33 Metern. Soweit zu dieser Kartenaufgabe.